Was haben Sie am Ende dieser Legislaturperiode an der Behindertenpolitik der Bundesregierung zu kritisieren? Ich glaube, dass innerhalb der Wahlperiode es neben den großen Erfolgen, die wir gehabt haben, tatsächlich auch Dinge gibt, die hätten besser laufen können. Das meine ich schon. Und ich will vielleicht einen Punkt benennen, der mir persönlich besonders wichtig ist, das ist die Teilhabe am Arbeitsleben. Es ist schon so, dass Menschen mit Behinderungen noch nie so oft einen Job tatsächlich hatten wie zurzeit. Aber wir haben immer noch die Situation, dass ein Viertel aller beschäftigungspflichtigen Unternehmen in Deutschland keinen einzigen Menschen mit Behinderung beschäftigen. Und deswegen habe ich gefordert, auch in meinen Teilhabeempfehlungen, dass für die Unternehmen tatsächlich die Ausgleichsabgabe verdoppelt wird. Das hat auch der Arbeitsminister angekündigt und offensichtlich war es innerhalb der Koalition nicht durchsetzbar. Das hätte ich mir wirklich gewünscht, dass wir das hinkriegen. Aber neben diesen eher vielleicht weniger guten Aspekten ist eine Menge gut gelaufen. Was fanden Sie rückblickend auf die laufende Legislaturperiode mit Blick auf die Behindertenpolitik gut oder lobenswert? Das ist schön, dass Sie mich das fragen und dann kann ich das ja auch sozusagen gleich anknüpfend sagen. Ich glaube, es gibt mindestens drei oder vier Dinge, die richtig gut gelaufen sind. Was mich besonders gefreut hat, ganz am Anfang, ist, dass es gelungen ist, die wirklich schwierigen Wahlrechtsausschlüsse für Menschen, die unter Betreuung standen beispielsweise, wirklich wegzukriegen. Das war, glaube ich, auch ein Wille und ein Wunsch von ganz vielen Menschen, auch mit Behinderungen, deren Verbände. Und das ist dann tatsächlich gelungen. Das war richtig gut, fand ich. Der zweite Punkt, der für mich persönlich besonders wichtig war, war, dass wir die Pauschbeträge im Einkommensteuerrecht für Menschen, die arbeiten und mit Behinderungen leben, dass wir die verdoppeln nach 45 Jahren immerhin. Und zwar innerhalb der Pandemie, wo man sowieso ja zurzeit immer überlegt, wie gibt man das Geld aus und wo kann man Geld sparen. Aber dass es tatsächlich mit dem Finanzminister Olaf Scholz gelungen ist, hier zu verdoppeln, das finde ich ein richtig gutes Zeichen. Und das Dritte, was mich persönlich sehr, sehr freut, und ich glaube, auch da haben ganz viele Menschen zusammengearbeitet, auch Menschen mit Behinderungen und deren Verbände, ist, dass es wirklich auf den letzten Drücker gelungen ist, die Assistenz im Krankenhaus zu regeln. Der Deutsche Bundestag hat ja gerade noch sozusagen vor der Sommerpause das beschlossen, muss jetzt noch durch den Bundesrat, aber die drei Dinge, glaube ich, sind neben vielen anderen, auch in der Pandemie, Stichwort Impfen, Schützen, das Thema ja, barrierefreie Informationen für Gebärden, also in Gebärdensprache oder auch in leichter Sprache. Das ist richtig gut gelaufen.